Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends und es geht mal wieder ins Land der wandelnden Seelen. Von der Entfernung heute müssen wir 1060 Meter, ist es ja eh immer ungefähr gleich, also ja, im Extrembereich, gerade die 1000 Meter Marke ist eigentlich immer so ein gutes Zeichen, wenn wir die eigentlich schaffen. Okay, vom Schwierigkeitsgrad heute geht's eigentlich auch wieder, das heißt wir haben am Anfang wieder wirklich einfache Teile bis so zu 600, 900 Meter, da zieht's dann wieder deutlich an. Und neue unbekannte Teile gibt es eigentlich auch nicht. Es gibt einen kleinen Unterschied, gerade bei diesem einen hier, wo mit ihren Fallschirmen runterkommen, genau die hier. Das heißt, in der ersten Runde springen wir über den ersten Fallschirm einmal oben drüber. Und wenn wir nachher die zweite Runde haben, haben wir ja zweimal die Köpfe, aber das ist ja nur ein minimales. Hier auch kleiner Sprung, großer Sprung, jetzt wieder die drei kleinen Sprünge. Hier einfach runterfallen lassen, das Element habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ja, schon haben wir die ersten 500 Meter hinter uns. Hier einmal durchschlagen, runterfallen lassen, auf den Bumper, wieder einmal weiter. Also es kommt heute wirklich alles wirklich hier Punkt auf Punkt, das ist sehr, sehr schön. Es geht wirklich sehr, sehr schnell, deswegen seht ihr auch, das Video hat eigentlich nur so 3 Minuten. Okay, hier einmal drüber, nochmal weiter, einmal hier über die Pflanzen, kennen wir auch, hatten wir gerade eben schon mal, hier wieder runterfallen lassen, über die Pflanze drüber schwimmen lassen und wieder auf den Bumper. So, jetzt zieht es deutlich mit der Geschwindigkeit an, weil wir jetzt eigentlich nur noch diese Bumper-Sachen bekommen, ist klar, jetzt 900 Meter, hier ist auch die Pause da dazu und ab jetzt wird es knüppeldick. Hier drüber, einmal über den Bumper durchschlagen, der nächste Bumper hier durchschlagen, hier wieder runterfallen lassen, über den einmal drüber, hier schnell runter, weiter einmal oben auf den nächsten, hier drüber, da habe ich schon fast ein bisschen zu lange gewartet und schon haben wir die 1156 Meter. Ja, also ihr seht gerade den hinteren Teil vielleicht nochmal ganz langsam anschauen. Die Teile sind wirklich eklig, aber die 1060 Marke sollte man gut schaffen. Und somit haben wir Platz 20 von 264, also auch wieder unter den Top 10%. Sind noch zwei Deutsche, sind weiter, sehe ich hier. Der gute Jones 1911 ist auch wieder mit dabei. Ja, und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei der Daily Challenge. Bis dann!